herauszufinden, wer das Ganze aufgezogen hat. Dann wissen wir, wo unsere Feinde sitzen. Tja, dann sollten wir am besten mit der Sultana sprechen. Denn ich werde da also zumindest ein Auge auf den Mann haben. Denn die Raya-Geweihte hat wohl ihre Befehle von der Sultana bekommen. Wir könnten natürlich auch mit Sybia sprechen, wenn ihr vertraut. Vertraut ihr ihr? Zulamin überlegt einen Moment. Ich denke, ja. Ich denke nicht, dass sie das Ganze angezettelt hat. Aber was ist mit diesem... Was wissen wir über diesen Asad ibn Merkan? Abgesehen davon, dass er der Bruder von Eleonora ist. Fragender Blick in die Runde. Ihr seid der Experte für iranische Gesellschaft. Ich habe gehört, er ist ein Sultan. Ja, er ist Sultan von Baburin. Dieser Rasulan sagte er, dass er von Norden hierher gekommen ist und redete von einer Sphinx. Ich nehme an, er meint die Sphinx von Raslamashu. Er könnte also durchaus mit diesem von Revenes hierher gekommen sein. Es ist die gleiche Richtung. Lädt mich kurz auf, was ist denn eine Sphinx? Eine Entität mit dem Leib eines Löwen und dem Kopf einer Frau. Geflügelt gewöhnlich. Ich denke, Jalan könnte euch ein wenig mehr erzählen darüber. Aber nun ja, er ist nun nicht mehr bei uns. Nun, ihr hattet, glaube ich, in der Vergangenheit einmal mit Irrhalken zu tun, oder? Ja. Nun, es ist eine Legende. Angeblich stammen nun ja alle drei dieser Wesen, dieser Kreaturen aus derselben Quelle. Stellt euch einen Greif vor, der nicht mehr vor Praios Gefallen findet. Sie zweifelten an Praios und er verwandelte sie in Zwingen. Und die sich von ihm abwenden, wurden zu Irrhalken und dienen jetzt seinem Widersacher. Wenn ihr eine Hypothese mit genauso vielen Beweisen wie der von Abelmir hören wollt, handelt es sich bei Zwingen um eines der verschollenen Meisterwerke der Chimerologie. Nun, ich denke nicht, dass diese Sphinx einer Chimäre ist. Nun, und wie ich bereits besagte, habt ihr genauso viele Beweise wie ich, Abelmir. Wir könnten Nahima fragen, wenn wir wollen. Eure Lehrmeisterin hat ihre eigene Ansicht, nehme ich an. Und spricht mit welcher Autorität? Nahima weiß alles. Sie gibt vor, alles zu wissen. Ob sie alles weiß, das bezweifle ich sehr stark. Nun ja, theologisch betrachtet jedenfalls sind die Zwingen das Mittelstück zwischen Greifen und Irrhalken, die Unentschlossenen. Und dafür wurden sie bestraft, wenn auch natürlich nicht so hart wie die Irrhalken. Deswegen sind Zwingen nur in der Lage, sich in Rätseln auszudrücken. Und die Menschen haben seit jeher danach gestrebt, diese Rätsel zu hören und gehofft, daraus irgendeine Wahrheit ziehen zu können. Die Wahrheit Praios. Aber gewöhnlich geht das fürchterlich schief. Ja, aber sie sagen quasi, wenn man es dann entschlüsseln kann, die Zukunft voraus. Sie prophezeien also. Und das stimmt, aber die wenigsten Sterblichen sind in der Lage, diese Prophezeiungen richtig zu deuten. Aber was ist, wenn man der Sphinx selbst ein Rätsel gibt? Und sollte sie das beantworten? Naja, das ist eine Kommunikation auf Augenhöhe. Ich gehe davon aus. Ich glaube nicht, dass sie euer Rätsel lösen würden, will und würde. Vor allem könnte sie euch, denke ich, keine klare Antwort geben. Sie könnte allenfalls mit einem weiteren Rätsel antworten. Genauso gut könnte es sein, dass ihre Erschaffer den Zwingen auferlegt hat, mit niemandem außer ihm selbst zu sprechen und das sich ausdrücken in Rätseln ein Aufbäumen gegen diese Art der Kontrolle ist. Wenn ihr mehr über die Zwingen erfahren wollt, dann solltet ihr am besten mit dem ehemaligen Magister Rasalan sprechen. Er sagte doch, dass er mit ihnen gesprochen hat, oder nicht? Ja, was das angeht, ein Auge darauf werfen, Kapitän, ja. Angenehm? Sicher. Und sollte es sich herausstellen, dass er gegen uns arbeitet, bin ich offen für eure Vorschläge. Deute auf meinen Newton, der irgendwo 3 Meter weit weg schwebt. Du,
Hab ein Auge auf den Mann, der vorgibt, Magister Rasolan zu heißen. Er befindet sich in diesem Zelt dort. Erstatte mir Bericht. Geh! Möchte das ihm den Auge schwebt in Richtung des Palastes. Hier die Basiszeit von einem Tag. Mit direkter Übertragung, oder? Die ist immer an. Also er macht jetzt er hat den Dienst Spionage aufgetragen. Also er spielt ja seine Opfer hinterher. Hahaha. und die Basiszeit muss ich festlegen, denn davon hängen die Kosten ab. Das ist einen Tag. Gut, das heißt, du bekommst quasi immer so zwei Bilder projiziert, die dann so in deinen Gedanken mitschweben. Genau, es sei der Vollständigkeit halber erwähnt, ich kann diese Verbindung von meiner Seite aus kappen, wenn ich möchte. Nun, so viel dazu, Kapitän. Sollen wir uns der Hochzeit widmen? Ja, wir sollten uns auf jeden Fall zum Abendessen begeben, denn man wird uns vermutlich schon vermissen. Ja, und dann gehen wir mal dahin, wo die Mondsilber-Sultana hin verschwunden ist. Dann könnt ihr die Festung der Emire von Ulashan betreten. In der Gartenanlage der alten Festung wurde auf einer Wiese zwischen duftenden Obstbäumen und den Frühlingsblumen mehrere Zeltbahnen aufgebaut. Die platzierten Sitzbänke sind wohl mit weichen Kissen drapiert, halbdurchsichtige Tücher, die überall herumhängen, es riecht nach Rosen. Alles sieht irgendwie nach ausreichendem Komfort aus und auch so ein bisschen nach Privatsphäre, vor allem für die höher gestellten Gäste, die dann weiter vorne sitzen, halb versetzt, nicht zwischen dem einfachen Pöbel. Das einfache Volk begnügt sich dann so auch ein bisschen mit Stehplätzen. Das heißt, wenn ihr dann reinkommt, könnt ihr auch trotz der Tageszeit erkennen, wie dann wohl eine ganze Menge Yarkeshi anwesend sind. Rund um die aufgebauten Zedernholzbühnen und könnt dann nach vorne treten, könnt ihr die ein oder anderen Händler erkennen, die da irgendwelche Figuren anbieten zum Kaufen, irgendwelche Heiligen von Herrin Hesinde oder feinstes Papyrus, was da wohl auch während ihr da steht angeboten wird, also nicht euch, sondern dem einfachen Volk, irgendwelche Leute, die da mit so einer kleinen Bauchbinde vor so einem kleinen Bauchladen durch die Reihen gehen, irgendwelche Schlangenarmbänder verkaufen oder irgendwelches duftendes Fleisch. Und ihr könnt vorne auf dieser Bühne erkennen, wie dort wohl mehrere Podeste aufgebaut worden sind. Auf einem liegt Rashpatana von Palbyrabat. Irgendwie eine Visira oder so, die da wohl daneben oder dahinter steht, die wohl relativ dünn aussieht und dann wohl jeden Gang erledigt, den Rashpatana nicht erledigen möchte. Also quasi jeden. Und während ihr dann auf sie zukommt, wird ihr wohl auch Luft zugefächelt, könnt ihr so ein bisschen keuchen hören und sie schiebt sich so ein kleines Törtchen in den Mund, während dann sie wohl Diamantes sucht und dann erblickt. Welch eine Freude, dich wiederzusehen, meine Teuerste. Du bist nur umso viel schöner geworden, seitdem ich dich das letzte Mal erblickt habe. Oh, Diamantes. Schön, dass du hier bist. Wir freuen uns, dass es alles geklappt hat. Komm, setz dich zu mir. Und sie deutet auf eine andere Liege, die wohl noch frei ist. Du hast abgenommen, oder? Das ist nicht schlimm, das kriegen wir alles wieder hin. Eigentlich nicht, aber... Ja, ich werde heute auf jeden Fall noch ein wenig essen. Sag, wir hätten es ja fast nicht geschafft. Zumindest wurde uns erst heute, mir vor allem, erst heute davon erzählt, dass heute der große Tag ist. Wie kommt die Spontanität? Ja, wir haben dich gesucht. Du warst nicht zu finden. Noch Kundchen wollten wir nicht. Oh, ich bin erschöpft. Bring mir eine kleine Nachspeise. Da haben wir dann etwas Geld in die Hand genommen, um hier mit dir zu feiern. Du bist ja lange nicht in Zorgan gewesen und wir haben dich vermisst. In Zorgan wäre unser nächstes Ziel gewesen, aber hier? In Yarkesh? War das deine Idee? Hat dieser Ort eine Geschichte, die irgendwas mit deiner Familie zu tun hat? Nein, ist das irgendwas Romantisches? Nein. Ich war noch nie in Yarkesh. Ich bewege mich nicht viel aus Palmyrames heraus. Aber warum dann hier? Eleonora sagte, dass ihr hierhin wollt. Und da hatte ich noch etwas mit meiner Visira gesprochen.
Sie deutet so ein bisschen auf die Frau, die hinter ihr steht, mit so einem kleinen Fez und so einer Brille oder so einem Zwicker auf der Nase und gestikuliert dann wieder mit ihren fetttriefenden Fingern auf dich. Und sie sagte, es wäre doch eine gute Idee. Nach etwas Überzeugungsarbeit sind wir dann aufgebrochen. Eleonora hat tatsächlich sogar ihren Sohn geschickt. Und ihre Stiefmutter. Die muss ja auch irgendwo. Sibia! Ach so, verzeih mir, Teuerste. Wo sind denn nur meine Manieren? Selbstverständlich wurde ich hier nicht, bin ich nicht alleine hergereist und wurde hoch begleitet, wie beim letzten Mal. Das Zulamin kennst du ja bereits. Abelmir, Boltax und natürlich Raffin. Und das ist Magister Markus, zumindest ein Magier aus Epentilio, der begleitet uns auch jetzt seit einigen Wochen. Ich bin schockiert. Und dabei merkst du, wie sie wohl so ein bisschen anfängt zu schwitzen und dann wieder zu dem Tablett greift. Es ist uns eine Ehre, Sultana. Wieso seid ihr schockiert? Ein weiterer Schwarzmagier in euren Reihen. Oh und ja, ach, sie sind die Besten. Ach, warum verlässt ihr euch denn nicht auf Hexen? Wir hatten tatsächlich auch einige sehr erfolgreiche Zusammenkünfte mit Hexen, ja. Aber ihr wisst ja, dass Hexen nicht gern zur See fahren. Ja, außerdem, ich bin ja immerhin noch da. Also, die Hexen haben ja alles von den Zwergen gelernt, also. Ja, eine schöne Geschichte. Erklärt doch einfach die Einzelheiten jemandem, den das interessiert. Ja, selbstverständlich. Kennt ihr die Geschichte von der Armbrust? Nein, ich bin erschöpft. Sie wedelt so ein bisschen und ihre Visiere wird tatsächlich hier jetzt auch die ersten paar Pastetchen in den Mund stecken direkt. Armbrust wurde ja von den Zwergen erfunden. Nein, aber nicht jetzt. Diamantus, wie ist es euch ergangen? Habt ihr schon eure Brüder kennengelernt? Sie deutet dabei auf die andere Liege und du kannst wohl leicht in der Entfernung hinter dir dann oder hinter deinem eigenen Platz erkennen, wie da wohl die anderen vier fetten Männer liegen. Und der eine liegt so ein bisschen auf dem Bauch, sieht so aus, als ob seine Zunge raushängt, aber ihm wird wohl noch Luft zugewedelt und die anderen naschen da wohl auch irgendwelche Leckereien. Du meinst Faruk und die anderen beiden, wie lange sind die denn schon in deinen Rängen? Faisal ist der älteste von deinen Brüdern. Er ist bereits seit 3 Jahren mit mir liiert. Nun, wir konnten ja lange keine finden, aber nach dem 35-Tage-Krieg, Hafax hat dann ja wieder vereinigt, also nicht er selbst, sondern die großartige Eleonora hat dafür gesorgt, dass es Aranien wieder gut geht. Und nun ja, dann kamen die anderen dazu. Denise und Ressan und Perdruck. Und dann haben wir dich kennengelernt. Sie schaut so ein bisschen verbrämt zu Raffim, der da wohl auch noch irgendwo hinter dir steht und versucht, sie nicht anzugucken. Raffim wollte ja nicht. Außerdem ist er auch viel zu groß und sie versucht sich aufzustehen, aufzuheben, aber sagt dann wieder mit ihrem Bauch nach hinten auf die Liege. Ich wollte dir jetzt in die Wange kneifen. Bei dir kann man sicherlich viel schneller ansetzen. Aber du erwartest nicht von mir, dass ich mir jetzt auch so eine Wampe stehen lasse, oder? Nein. Setz dich einfach hin und bleib liegen und genieße. Genieß das, was wir zu geben haben. Unsere Schatzkammer ist groß, musst du wissen. Du Diamantus, das klingt doch eigentlich ganz verheißungsvoll. Schau mal, die Pasteten sehen wirklich lecker aus. Nur dabei wendet sie sich so ein bisschen zu Zulamin. Wenn ihr mögt, ich kann euch auch einen Ersatz stellen. Einen bezahlten Söldner oder so etwas, der euren Diamantus ersetzt. Nun, ich habe nicht direkt einen Mangel an Gefolge. Aber, nun ja, ihr werdet verstehen, als Geweihte der Roten Schwester halte ich es vor allem für wichtig, was Diamantus möchte, wie er sein Leben verbringen möchte. Ich könnte euch auch eine Hexe stellen, wenn ihr mögt.
Die lassen sich zwar nicht mit Geld bezahlen, aber man wird sicherlich eine im Darscha Air finden, die gewillt ist, euch zu begleiten. Aber Rascha... Oh, wartet. Im Darscha Air, das habe ich schon einmal gehört. Wollt ihr mich vielleicht aufklären? Was ist das? Der Hexenwald. Dort leben viele Hexen zurückgezogen. Sie sind etwas wilderer Natur, möchte man meinen. Aber man findet sicherlich auch viele am Hofe von Palmeramis oder von Zorrigan oder... Ach ja, von Elboro meinetwegen. Nun, das ist ein überaus verlockendes Angebot. Aber ihr lenkt ab. Wollt ihr, also besteht ihr denn darauf, dass Diamantis in eurem Harem leben wird, nach der Heirat? Nun, aber es ist ein Bund der Raya. Ich bin noch gewillt, dass er mir sicherlich ein paar Kinder macht. Nun, er liebt euch sehr. Er spricht sehr oft von euch. Aber ihr wisst, er liebt auch die See. Selbst in seinen Gedichten kommt immer auch das Meer und die Schiffe vor. Wir haben einen Wasserfall bei uns, das trifft sich doch ganz gut. Er kann bei uns auf dem Wasserfall sicherlich einige Abenteuer erleben. Ihr wisst, das ist nicht dasselbe. Er euch schon von den Stiefeln erzählt, die er euch gekauft hat? Nein, hat er nicht. Voltax, die Stiefel sind noch gar nicht hier. Warum sprichst du das jetzt an? Verzeihung. Er hat wundervolle Stiefel für euch gekauft und es war ihm ein innerstes Bedürfnis, eure wundervollen Füße in eben jene Stiefel zu kleiden. Er hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, aber unglücklicherweise sind die Stiefel nicht da. Das ist selbstverständlich als Trauzeuge natürlich mein Fehler, nicht der von Diamantis. Setzt euch doch. Dort hinten steht doch etwas Bier. Ich habe gehört, dass ihr viel Alkohol trinkt. Und wenn ihr mögt, dann können wir jetzt mit der Zeremonie beginnen. Sie versucht einmal in die Hände zu klatschen, schafft es wohl aber wegen ihres Bauchumfangs nicht und winkt dann einfach nur noch ablässig zu ihrer Visierer, die dann in die Hände klatscht und dann könnt ihr sehen, wie Sulcha, die etwas dickliche Raya-Geweihte, dann selbst von hinten nach vorne tritt. Rascha, warte mal. Bevor wir die ganze Zeremonie machen, sollten wir vielleicht... Ein Hoch auf das Brautpaar! Eine Sache vorher besprochen haben. Ja? Also, ich weiß es zu schätzen, dass du mich in deinem Harem haben willst und immer bei dir in der Nähe. Ich meine, was anderes habe ich mir ja die ganzen Monate und Wochen zur See nicht gewünscht, aber ganz ohne meine... Ich habe noch eine Aufgabe zu erfüllen, Rascha. Ich bin noch nicht fertig. Du warst doch jetzt das letzte halbe Jahr warst du auf hoher See. Jetzt bleibst du erst einmal ein halbes Jahr bei mir und feierst mit mir das Versenkungsfest. Und danach kannst du wieder auf hohe See. Aber mach mir erstmal ein Kind. Das kann ein bisschen dauern. So gern ich das auch tun würde. Wir spielen das Rein-Raus-Spiel. Meint ihr nicht, dass ihr das vielleicht unter vier Augen besprechen solltet? Ich meine, ihr habt euch so lange nicht gesehen und ihr solltet nichts überstürzen. Genau. Später. Reden wir später. Jetzt erst einmal feiern wir den Raya-Bund. Ich denke, das sind doch Dinge, die zuvor besprochen werden sollten. Sie schaut so ein bisschen, kannst sehen wieder, wie sie wohl rot wird, butterrot im Gesicht. Und sie fängt wieder an zu schwitzen. Vielleicht versucht sie zu weinen. Und dann könnt ihr wohl sehen, wie geschmeidig Rasulan von einer Ecke nach vorne tritt, sich leicht verbeugt. Tatsächlich, Sultana, wir haben alle Zeit der Welt. Wenn ihr mögt, wir können sämtliche Gäste auch am morgigen Tag zusammenrufen. Was? Aber, nun, ich habe dich so lange nicht gesehen. Da kommt es vielleicht auf den einen oder anderen Tag auch nicht an? Ganz wie ihr sagt, Sultana, ganz wie ihr sagt. Auf den einen oder anderen Tag kommt es nicht an. Verweilen wir also einfach noch ein bisschen und vielleicht werden ja morgen noch weitere Gäste eintreten. Und dann habt ihr noch eine Nacht für euch, um gewisse wichtige Sachen zu besprechen, nicht wahr? Richtig, richtig. Diamantis, du musst noch etwas essen. Einen weiteren Tag, um dich
damit du essen kannst. Du wolltest schon das zweite Mal Mästen sagen. Was? Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Naja, es ist ja schließlich der Tag meiner Hochzeit. Da kann man schon ein paar Leckereien genießen. Und eilig haben wir es bestimmt nicht. So haben wir noch einige Stunden, in denen wir uns näher kennenlernen können. Hast du das gehört, Visira? Wir bleiben einen weiteren längeren Tag. Kein Problem, unsere Schatzkammer gibt das her. Aber darauf erst einmal ein kleines Häppchen. Eine weise Entscheidung, Sultana. Ich bin ganz erschöpft von diesem Gespräch. Also gut, dann... Sie versucht wieder in die Hände zu klatschen, lässt das wieder die Visierer tun und dann verabschiedet die Visierer, wenn sie dann nach vorne tritt, sämtliche Zivilisten, die Gäste, gibt denen wohl noch irgendwelche weisen Ratschläge mit auf den Weg und ruft sie dann bis morgen wieder zusammen. Damit löst sich die Festivität etwas auf. Diamantes, ihr wirkt nicht begeistert. Es sollte doch eigentlich euer schönster Tag sein. Warum? Was ist los? Ja, ich kann die Schönheit des Ganzen irgendwie nicht genießen. Es geht alles so schnell und auch noch das, was Sulamin gesagt hat und was, wobei sie wahrscheinlich recht hat. Hier stimmt irgendwas nicht. Fürchtet ihr euch vor der Hochzeit? Ich fürchte mich, dass Rascha einfach manipuliert wird, dass sie ihre Gefühle zu mir benutzt werden oder sie vielleicht ein Bild von unserer Zukunft hat. Ihr dürft gerne alle mal auf Staatskunst oder Menschenkenntnis würfeln. Okay, Menschenkenntnis plus 5, weil es eine Ableitung ist, aber keine so schwere Ableitung. Ja, das Staatskunst ist ein Wissenstalent, oder? Ich habe Menschenkenntnis 17. Aber Staatskunst nicht aktiviert, so, ja. Nur Sulamin, gar nicht so gut. Menschenkenntnis mit einem geschafft. Ich hab Menschenkenntnis mit 8 drüber geschafft. Ich hab mal ganz gut geschafft, glaube ich. Staatskunst, ja. Habe geregelt wieder. Was soll das denn heißen? Oben nicht erlaubt. Wenn wir fertig, was? Das hab ich ja nie gesehen. Diamantes ist zu verwirrt, der darf keine Klugheit minus 13. So. Ich bin stolz auf dich, mein Boy, denn genau so benimmst du dich im Moment. Ja, das erklärt. Wenn die Alte dich frisst, spielst du dann Rasputana weiter, oder? Also, Armin, ja, du hast das Ganze so ein bisschen analysiert. Zumindest sind auch diese chronischen Risse sind gerade so ein bisschen verflogen. Hast immer wieder ein bisschen damit gekämpft. Immer mal wieder standst du auf offenem Feld und hast den Bauern bei der Arbeit zugesehen. Aber du hast es so ein bisschen niedergewirkt, wenn du dann auch die deine Einstimmung auf das Band von Satinov hast fallen lassen. Du bist der Meinung, dass Rasputana zwar gerade im Vordergrund steht, aber sie nicht die Strippen zieht. Und auch wenn Rasula nach vorne getreten ist, dann wirkt es auf dich so, als würde sie ein bisschen die Marionette von Rasulan sein. Ja, irgendwas treibt dieser Rasulan um. Achtung, ihr seid immer noch neben Rasputana, ne? Also ihr seid nicht allein, Achtung. Hat Rasulan das getan während der Zeit? Ich müsste die Augen auf ihn. Nein, machen. Also er hat keinen Zauber gewirkt und du siehst auch nicht, dass ein Zauber aufrecht gehalten wird, sowas wie ein Baladin oder so, oder ein Imperavi, den gibt's aktuell nicht. Du weißt nicht genau, es könnte eine politische Verflechtung sein, keine magische. Vielleicht sollten wir uns ein wenig zurückziehen und nun ja, Strapazen erreisen, fordern ihren Tribut. Wenn du etwas essen willst, sag einfach, Sulsha. Sulsha wird sich um euch kümmern. Mit dir rede ich nicht. Diamantes, du musst noch etwas essen. Du siehst ganz abgemagert aus. Sag einfach Sulsha Bescheid, sie wird sich um dich kümmern. Keine Sorge, ich werde schon darauf achten, dass der Bräutigam ordentlich ist. Er muss ja morgen für die Zeremonie fit sein, nicht wahr? Genau. 3 Tage feiern ist anstrengend, müsst ihr wissen.
Danke. Was würde ich nur ohne euch beiden tun? Wundert mich ein wenig, dass das Fest so kurz ist. Bei uns Zwergen feiern wir in der Regel 7 bis 9 Tage, aber nun ja, menschliche Sitten nehme ich an. Ich werde einmal sehen, ob Sybia Al-Nabab noch einen Moment für mich hat. Ich komme dann nach. Ja, Sybia steht so ein bisschen am Rande, da wo die hohen Herrschaften oder die Gesellschaft steht, die ja durch diese Schleier dann von dem gewöhnlichen Volk, dem Pöbel, abgeschirmt wird, kannst du auf sie zutreten und sie hat auch mit besorgtem Blick auf diese ganze Zeremonie geschaut und versucht dann so ein bisschen milde zu lächeln, wenn du dann auf sie zutrittst. Erhabene, darf ich euch ein Stück begleiten? Gerne, dann gehen wir ein Stück. Die Wände haben Ohren.